Hier, vor der Gnadenkapelle in Altötting, hat alles begonnen. Gläubige engagieren sich für Einheit und Frieden. Dafür beten sie gemeinsam. Jeden Mittwoch um 18 Uhr. Manfred Benkert ist der Initiator dieser neuen Bewegung hier in Deutschland. Sie soll die Antwort auf das Bedürfnis der Menschen nach Versöhnung und Einheit sein. Im Angesicht der aktuellen Krisen in unserem Land will der Familienvater ein Zeichen setzen. Ja, das war vergangenes Jahr. Am 1. Dezember. Ich hatte davon gehört, dass in Österreich gestartet ist, dass jeden Mittwoch um 18 Uhr der Rosenkranz gebetet wird. Und ich fand das toll und habe mir gedacht, gibt es sowas schon in Deutschland? Gab es noch nicht. Und ich habe das dann gestartet. Und am 8. Dezember, das war ein Mittwoch, haben wir dann mit den ersten Rosenkränzen gestartet. Von Anfang an dabei sind Ingrid Zeller und Eugen Weber. Für beide war es ein Bedürfnis, auf öffentlichen Plätzen ein Zeugnis abzulegen. Was hier begonnen hat in Altötting, ist an sich jetzt den aktuellen Umständen geschuldet, sprich den politischen Umständen. Deswegen stehen wir hier. Die ganzen Krisensituationen, die wir die letzten zwei, drei Jahre, gerade im Umfeld auch mit Corona, den Namen darf man hier auch bewusst nennen, erlebt haben, hat uns eigentlich hier auf die Straße gebracht. Es ist auch die Situation in Europa sehr, sehr angespannt. Und da, glaube ich, sind gerade wir Christen dazu aufgerufen, den Rosenkranz in die Hand zu nehmen. Das Phänomen Rosenkranz war und ist vielschichtig. Kein anderes Gebet im Christentum blickt auf eine so bewegte Geschichte zurück. Der Rosenkranz ist Ausdruck katholischer Frömmigkeit. Er vertrieb Krankheiten, trug Hoffnungen, entschied Schlachten und löste so manche politischen Konflikte. Wenn man die politischen oder die Situationen in der Geschichte anschaut, dann waren es oft wirkliche Ohnmachtssituationen. Eine Übermacht, ja, eine bedrohliche Übermacht, die aber dann wirklich die Gläubigen genau dieses Gottvertrauen, dieses Vertrauen auf den Allmächtigen entgegengesetzt haben. Und genau in dieser Tradition sehen wir uns und sind dankbar dafür, dass wir diese Perspektive haben dürfen. In kürzester Zeit entwickelte sich die Initiative zu einer Erfolgsgeschichte. Dies ist auch ein Beleg dafür, dass Menschen eine tiefe Sehnsucht nach einer Gebetsgemeinschaft haben. Ja, wir haben gleich zu Beginn über die sozialen Netzwerke hatten wir das beworben gehabt und es waren gleich zu Beginn hatten wir vom 1. bis zum 8. Dezember, wo wir dann eine Woche Zeit hatten, waren schon 115 Orte beteiligt in ganz Deutschland. Und mittlerweile sind wir 800 Orte und in etwa 20.000 Beter machen bei dieser Initiative mit. Aber damit möchte sich Manfred Benkert nicht zufrieden geben. Für ihn ist das Rosenkranzgebet eng mit den Marienerscheinungen in Fatima verbunden. Dort wird unsere liebe Frau des Rosenkranzes in der Erscheinungskapelle besonders verehrt. Benkert machte sich deshalb auf den Weg in die portugiesische Pilgerstadt. Seine Absicht, bei einem namhaften Händler für sakrale Kunst eine Madonna zu erwerben. Die Statue ist aus geschnitztem Holz, mit Ölfarben bemalt und mit Blattgold und Kristallen versehen. Mir war es wichtig, dass wir auch Rosenkranz-Prozessionen, Fatima-Prozessionen abhalten. Und das wollen wir ab Herbst tun. Und ich wollte unbedingt, dass wir auch eine Pilgerreise dort her machen und dass es schon praktisch mit einer Pilgerreise beginnt. Und ja, deshalb bin ich hier, um eben die Madonna selbst abzuholen. Selbstverständlich nutzte Benkert die Zeit in Fatima, um das Heiligtum zu besuchen. An dem Ort, an dem im Jahr 1917 den drei Hirtenkindern die Mutter Gottes erschienen ist, steht heute die Basilika unserer lieben Frau des Rosenkranzes von Fatima. Die drei Hirtenkinder wurden später in dieser Kirche beigesetzt. Das Grab von Francisco Martu befindet sich im rechten Querschiff.
Die Gräber von Lucia dos Santos und Jacinta Martu liegen im linken Querschiff. Jacinta und Francisco Martu wurden am 13. Mai 2017, dem 100. Jahrestag der ersten Erscheinung unserer lieben Frau von Fatima, von Papst Franziskus heilig gesprochen. Sie gehören zu den jüngsten katholischen Heiligen. Manfred Benkert möchte mithilfe der Madonna die Botschaft von Fatima weiterverbreiten. Für mich ist Fatima sehr wichtig. Es ist eine Botschaft, die sehr in unsere Zeit hineinspricht. Fatima ist eine Heilschule für mich, in der wir uns begeben dürfen und wo die Mutter Gottes den drei Seherkindern, Jacinta, Francesco und Lucia, mitgeteilt hat, was wichtig ist. Eine Heilschule deshalb, weil es uns die Mitverantwortung, die wir als Christen haben, für das Heil der anderen. Ein paar Tage später ist die Fatima Madonna in Deutschland angekommen. In diesem Kloster wird sie im Rahmen eines Pontifikalamtes von Weihbischof Wörner gesegnet. Wir sind im Kloster Wettenhausen, etwa 40 Kilometer östlich von Ulm. Das Dominikanerinnenkloster wurde nicht zufällig für diesen Abend ausgewählt. Der erste Anlass ist, dass das Kloster der Rosenkranzkönigin geweiht ist. Der zweite Anlass, ganz konkret für den heutigen Abend, ist der, dass wir Schwestern gesagt haben, wir müssten eigentlich das Rosenkranzfest wieder neu beleben. Man hat es früher immer gefeiert, hier in Wettenhausen, die Schwesterngemeinschaft. Wir müssen es neu beleben. Dazu kam, dass Herr Manfred Benkert und ich, wir haben engen Kontakt. Und das war dann der Anlass zu sagen, dann beginnen wir auch die Initiative der Mutter Gottes, die eben durch Deutschland reisen wird und die einzelnen Orte besuchen wird, wo Beter sich zum Rosenkranzgebet zusammenfinden, dann beginnen wir diese Initiative gemeinsam in Wettenhausen. Ja, ich freue mich einfach sehr, dass wir heute hier sein können an so einem schönen Ort. Das Kloster, das der Rosenkranzkönigin geweiht ist, hier in Wettenhausen, dass hier die Mutter Gottes von Weihbischof Wörner eben gesegnet und ausgesendet wird für unsere Initiative. Und ist ein ganz großer Moment für mich, aber auch, denke ich, für unsere Initiative, für uns, für unser Land einfach. Am Abend öffnete das Kloster Wettenhausen zum großen Rosenkranzfest seine Tore. Dass das Rosenkranzgebet etwas ganz Besonderes ist, das wurde beim Pontifikalamt mit Weihbischof Florian Wörner deutlich. Wie auch immer er entstanden ist und wo auch immer er herkommt genau, darüber könnte man stundenlang predigen, das würde jetzt zu weit führen. Für mich steht fest, wenn es den Rosenkranz nicht gäbe, dann müsste man ihn erfinden. Ich bete ihn sehr gerne, wenn es möglich ist, jeden Tag. Immer wenn es Krisen gab, hat der Rosenkranz eine besondere Beliebtheit erfahren. Als wirklich kostbares geistliches Mittel, ja, ich möchte sogar sagen, als geistliche Waffe. Höhepunkt des Pontifikalamtes war die Segnung der Marienstatue durch Weihbischof Wörner. Mit der Madonna soll nun in vielen Orten das kraftvolle Rosenkranzgebet in die Öffentlichkeit getragen werden. Wettenhausen machte den Anfang. Die Gläubigen trugen die Mutter Gottes durch die Straßen ihrer Heimatstadt. Sie erhellten mit ihren bunten Kerzen die dunkle Nacht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Für Weihbischof Wörner haben eine Lichterprozession und das Rosenkranzgebet auch in unserer modernen Zeit durchaus ihren Platz. Also ich halte den Rosenkranz für ein zeitloses Gebet und vielleicht ist er sogar zeitgemäßer denn je. In einer Zeit, die sehr hektisch ist, die mit vielen Zentrifugalkräften zu tun haben, hat, die die Menschen auseinandertreibt mit ihren verschiedenen Meinungen, die unübersichtlich geworden ist,
braucht sein Gebet, das uns zur Ruhe bringt, das uns sammelt aufs Wesentliche hin. Der Rosenkranz ist ein marianisches Gebet, aber zugleich auch ein Gebet, das Jesus in den Fokus nimmt und sein Leben betrachtet und sammelt auf ihn hin. Und er ist der Fürst des Friedens, mit Maria zu Jesus gehen, mit ihren Augen Jesus anschauen, der uns Frieden bringt, der uns Hoffnung bringt und Kraft schenkt, die Herausforderungen unseres Lebens, unseres Alltags, auch unserer Zeit gut zu meistern. Der Rosenkranz ist aktueller denn je und es ist gut, betend mit Lichtern in die Nacht hinauszugehen, um deutlich zu machen, als gläubige Menschen dürfen wir das Licht Christi verbreiten ins Dunkle, das wir manchmal selber produzieren. Neben der Initiative Deutschland betet Rosenkranz gibt es noch eine weitere. Sie nennt sich Deutschland dankt Maria und betet für den Frieden. Am Vorabend des 105. Jahrestages des Sonnenwunders von Fatima wollen beide Initiativen gemeinsam eine Lichterprozession durch die Innenstadt von Berlin durchführen. Vor der Lichterprozession trafen sich die Gläubigen in der St. Clemens-Kirche zu einer Dankesmesse. Hauptinitiator der Berliner Initiative, Michael Hesemann, erwähnte in seiner Ansprache den Fall des Eisernen Vorhangs und die Wiedervereinigung Deutschlands. Wir haben uns hier in Berlin versammelt, um nachzuholen, was schon längst hätte geschehen sollen. Um Maria für die Wiedervereinigung unserer Heimat und den Frieden zu danken, aber auch, um sie nun in der Stunde der Gefahr um ein Ende des Krieges in der Ukraine und den Frieden in Europa zu bitten. Wo könnte das besser geschehen als hier in Berlin, wo die Mauer die Hauptstadt unseres Landes teilte und dann doch das Tor geöffnet wurde, das so lange verschlossen war? Auch Manfred Benkert ergriff die Gelegenheit, um zu den Gläubigen zu sprechen. Deutschland dankt Maria und betet für den Frieden, ist die Überschrift über diesen heutigen Gebetsabend hier in Berlin. Wenn Sie heute hier in Berlin dabei sind oder auf den öffentlichen Plätzen in Deutschland stehen, drückt das für mich aus, dass Ihnen die Menschen in unserem Land und weltweit nicht gleichgültig sind und Sie bereit sind, für Ihren christlich-marianischen Glauben im Gebet einzustehen, Zeugnis zu geben und so Glaubens- und Friedensboten, ja Hoffnungsbringer zu sein in einer Welt, die gerade so dunkel ist. Durch unser Gebet stellvertretend, fürbittend, wiedergutmachend und unser Opfer verändern wir die Welt. Ich versichere Ihnen, das ist es, was die Welt braucht und retten wird. Während seine Exzellenz, der apostolische Nuntius, Erzbischof Nikola Ikterovic, drinnen die Dankesmesse feierte, harrten draußen vor der Kirche Tausende geduldig aus. St. Clemens war diesem gewaltigen Ansturm nicht gewachsen. Die Berliner haben sich an Demonstrationen gewöhnt. Und zwar so sehr, dass sie oft kaum beachtet werden. Doch an diesem Mittwochabend geschah etwas völlig anderes. Eine Lichterprozession mit einer großen Fatima-Madonna vorneweg zog durch die Innenstadt von Berlin. Zur Rush-Hour sperrte die Polizei wichtige Verkehrsadern für den Verkehr. So konnte die Menge, man schätzte die Teilnehmerzahl auf ca. 4000, lautstark singend und betend zum Brandenburger Tor ziehen. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Höhepunkt der Lichterprozession war zweifelsohne der Durchmarsch durch das Brandenburger Tor. Ein wunderbares Dankeschön an die Gottesmutter Maria. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ich bin hier, um Danke zu sagen für die 33 Jahre Frieden, die wir erleben konnten, dass ich das Wunder der Wende 1990 miterleben durfte, ist für mich immer noch ein großer Schatz in meinem Leben. Und das ist jetzt die Gelegenheit, hier mit Wort unbeabsichtigterweise, aber mit Tat
den Dank an den zurückgeben, von dem dieser Friede kommt. Ja, also ich habe gerade in der letzten Zeit, wo die politische Situation so verquer ist und so ungemein dramatisch ist, das Gefühl, wir müssen uns wirklich umkehren. Und ganz besonders ich muss umkehren. Und deswegen mache ich hier mit. Ich empfinde das wie ein Krönungs-, also ein Punkt. Wir machen hier sozusagen einen Punkt oder auch einen Anfang gleichzeitig. Ja? Es geht weiter. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir, also ich suche wirklich diese Arche des Bundes. Maria ist diese Arche. Wir brauchen diesen Schutzraum, wir brauchen das Herz. Es geht um unser Herz, dass wir es weit machen, frei machen. Und deswegen sind wir hier, um unsere Herzen, dass wir unsere Herzen wandeln können, lassen können. Auf der Straße des 17. Juni endete die Lichterprozession der Initiative Deutschland dankt Maria. Deren Botschaft des Friedens ist aktueller denn je. Unbeschreibliche Momente, durch das Brandenburger Tor zu gehen, mit der Gnadenmutter heute, natürlich mit dem Erzbischof die Weihe und so. Also es hat mich zu tief berührt, es war für mich sehr emotional. Ortswechsel. 2 Monate sind inzwischen vergangen. Und ein neuer Höhepunkt für die Initiative Deutschland betet Rosenkranz steht unmittelbar bevor. Manfred Benkert ist mit seiner Fatima Madonna in einem Kleinbus unterwegs. Sein Ziel? Eine Kleinstadt im Naturpark Teutoburger Wald. Benkert hat diesen Ort aus einem besonderen Grund ausgewählt. Denn dieses Fahrzeug wurde von Mechtelt Neiske aus Willebadessen gestiftet. Ja, wir sind hier heute mit unserem neuen Fahrzeug nach Willebadessen gekommen, um das erste Rosenkranz-Festival zu feiern. Der Anlass ist unser einjähriges Bestehen der Initiative und ich freue mich schon riesig darauf. Durch Maria zu Jesus, so lautet das Motto des Rosenkranz-Festivals. Wir sind in der Pfarrkirche St. Vitus. Ein Jahr Deutschland betet Rosenkranz, das hat sich auch bis nach Rom herumgesprochen. Papst Franziskus hat mit Freude von der Initiative Deutschland betet Rosenkranz Kenntnis erhalten und übermittelt den Veranstaltern und Teilnehmern des Rosenkranz-Festivals seine herzlichen Grüße. In diesem Sinne erteilt der Heilige Vater allen, die sich heute zum Gebet in Willebadessen versammelt haben, von Herzen den apostolischen Segen. Nach der Verlesung der Botschaft des Heiligen Vaters feierte Weihbischof Grote mit den Gläubigen ein Pontifikalamt. In seiner Predigt griff er auch das Motto des Rosenkranz-Festivals auf. Durch Maria zu Jesus Christus. Mit dieser Gewissheit, Schwestern und Brüder, leben wir. Und aus ihr holen wir uns die Kraft und das Vertrauen, mit denen wir froh, zuversichtlich und hoffnungsstark unseren Glauben leben wollen. Die feierliche Lichterprozession mit der Fatima Madonna führte durch die Innenstadt von Willebadessen. Zum Abschluss des Abends versammelten sich alle Gläubigen nochmals in der Pfarrkirche zur Anbetung. Die eucharistische Anbetung ist eine Gebetsform in der römisch-katholischen Kirche, in deren Mittelpunkt das Allerheiligste anbetend verehrt wird. Jesus Christus, real gegenwärtig, in der Gestalt des Brotes. Für die musikalische Begleitung sorgten an diesem Abend junge Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Anja Frese.
Frau Frese engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich in der Gemeinde. Ja, es ist ja nicht nur Musik, sondern in erster Linie liegt mir der Rosenkranz sehr am Herzen. Ich habe durch die Marianische Priesterbewegung von Don Gobbi und auch durch Medjugorje den Rosenkranz zu schätzen gelernt. Und deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, gerade in der heutigen Zeit den Rosenkranz zu beten für den Frieden in den Herzen der Menschen. Und damit meine ich in erster Linie auch meinen Frieden in meinem Herzen, aber auch, ja, ich finde es gut, wenn wir alle Frieden im Herzen bekommen, sodass wir auch den weitergeben können und auch vor allen Dingen der Krieg in der Ukraine auch vielleicht dadurch auch aufhört. Mit der Fatima Madonna durch Deutschland zu ziehen und den Rosenkranz zu beten, wie es Manfred Benkert macht, ist für Weihbischof Grote beispiellos. Nachdem ich es nun erlebt habe, bin ich umso mehr überzeugt, dass das ein ganz großartiges Zeichen und Ausdruck unseres Glaubens ist. Wir haben in unserer katholischen Kirche Maria als die Gottesmutter und als die Mutter der Kirche. Und deshalb glaube ich, ist es nicht nur schön und zweckmäßig, es ist sogar notwendig, dass wir diese Zeichen machen, um mit Maria die Einheit zu bilden, die der Herr gewünscht hatte, als er sie uns zur Mutter schenkte. Am darauffolgenden Tag, dem 8. Dezember, feierten die Teilnehmer des Rosenkranzfestivals zusammen mit Pfarrer Reinhold Lambert das Hochfest der unbefleckten Empfängnis. In der anschließenden Weltgnadenstunde zwischen 12 und 1 Uhr, so die Tradition, werden außergewöhnliche Gnaden für die ganze Welt gewährt. Weihegebet zum unbefleckten Herzen Mariens. Ich, Mechthild, eine reuige Sünderin, erneuere und bekräftige heute in deine Hände, o unbefleckte Mutter, meine Taufgelübde. Ich widersage dem Satan und entschließe mich, Jesus Christus noch enger zu folgen als bisher. Maria, ich gebe dir mein Herz. Bitte fülle es mit brennender Liebe für Jesus. Die Gnadenstunde hat für Pfarrer Lamberts eine ganz besondere Bedeutung. Dass die Menschen wieder ihr eigenes Herz finden, indem sie das Herz Jesu und das Herz der Gottesmutter suchen und dadurch die Barmherzigkeit des ewigen Vaters kennenzulernen und den Menschen zu vermitteln. Das heißt, ein Wachstum in der Gottesliebe, und das geht einher mit der Nächstenliebe. Ja, es war ein wunderbares Fest. Ich bin sehr dankbar und ich denke, dass es für viele sehr berührend war. Und in Zukunft für das kommende Jahr haben wir schon mehrere Sachen in Planung, mehrere Rosenkranzfestivals. Und ich hoffe, dass die Mutter Gottes viel unterwegs sein wird mit unserem Fahrzeug und natürlich auch mit den Reliquien von Jacinta und Francisco. Wünschen wir Manfred Benkert und seiner Initiative, dass es gelingt, ein flächendeckendes Gebetsnetz über ganz Deutschland zu legen.